Pronta, Blesko. Alla danach, Mann! Boah! Wey! Jetzt ist... Ach, jetzt hast du auch noch ge... Mann! Du nervst! Ja! Ich könnte das Mikrofon schütteln jetzt. Hirnfaxelze, Alter. Mann! So. Sind wir direkt mal bereit zum Schießen? Guck mal, was wir jetzt hier haben. Ach, ey. Was ist denn hier los? Ah! Geht aber da rein! Ui, ui, ui. Waffe wechseln! Waffe wechseln! Wo? Ich seh nix! Bringt nix, ich sitze in der falschen Ecke! Das ist klar, das hat ihr Kakao auch. Wow! Krass, Alter! Hier geht's ja ab! Du dumme Sau! Schauen wir uns erstmal einen Hocker um hier. Alter, heftig, ey. Enigma-Code, alles klar. Manhattan. Oh, Alter, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nach unten kommen. Weil ich nicht weiß, wo diese Drecksau sich da jetzt unten aufhält, ey. Ja, nice!
Oh, dann brauchen wir nicht mal unsere Munition nehmen. Ach, Ruhe, ihr Puff, Licht aus. Jetzt muss ich Klaus Radio Dingsbums anschließen. Mal sehen, ob ich meine Leute empfange. Radio Klaus Dingsbums. Ah, heftig, Alter. Heute Spiel ist ja, wird's ja echt nicht langweilig, Alter. Alter, mega. Mega. Absolute Fun-Faktor, ey. Oh, alles klar. War gut. Meine Fresse, ey. Oh, Schrotmoon. Oh, das ist alles voll. Nein. Ja, oh, das ist nice. 100. Ja, wir sind wieder voll. Voll da, ey. Voll drin, voll da. Da haben wir noch mal nicht. Mal gucken, mal hier, ey. Das nenne ich mal ein Funkraum, gell? Hier geht's ja richtig ab hier. Ausrufezeichen. Aha. Ich glaube, die müssen wir runterschießen, ne? Ah, alles klar. 4 von 4. Jetzt müssen wir, glaube ich. Ah, Antenne aktivieren. Katze im Sack. Sack im Wasser. Sehr gut, Cap. Wir sind in der Luft. Bitte halten Sie den Kanal auf, damit wir Signal anpeilen können. Hey, Captain, Sie haben die Hammerfaust entführt. Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes. Und das Beste? Da ist eine Atomwaffe an Bord. Eine beschissene Atomkanone. Oha, Alter. Heftig. Wir sind ja krass drauf. Was für ein Abgang, dieser U-Boot-Kapitän. Wollte eher sterben, als sein Schiff zu übergeben. Hat die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone mitgenommen. Sie funktioniert nicht. Mit normaler Munition schon, aber nicht mit Atomsprengköpfen. Warum reden Sie nicht mit uns, Herr Kapitän? Warum so leblos? Mit diesen Codes hätten wir direkt vor Totenkopfs Haustür fahren können. Seine ganze Basis auslöschen, ihm ein Ende setzen. Dann suchen wir eben die Entschlüsselungscode. Da liegt das Problem. Auf der Erde gibt es keine Entschlüsselungscodes. Sie werden in der Mondbasis des Regimes aufbewahrt. U-Boot-Kapitäne müssen sie auswendig lernen. Die Mondbasis ist die am schwersten bewachte Einrichtung des Regimes. Dort finden streng geheime Forschungsarbeiten statt. Okay. Ich fliege zum Mond. Da war ich noch nicht. Carolina und Anja arbeiten im Hauptquartier an einem Plan. Gott sei Dank, wir sind da. Mond? Euer Ernst? Seth scheint den Weg in das Versteck zu kennen. Ich sollte ihm folgen. Das Tor S2, mein Vater hat mir diesen Reim beigebracht. Für jeden Ort gibt er sein eigenes... Ja. Gehen wir mal hier durch. So schnell. Wow. Tu mal die Hieroglyphen als ägyptisch oder so was? Doch einige waren erfolgreich. Sie hatten damit begonnen, ihr ganzes Wissen den verfeindeten Staaten des Regimes zu übermitteln. Hoffnung lag in der Luft. Es gab Hoffnung, bis das Regime die Atombombe abwarf. Tja, seitdem schien alles verloren. Ich hörte Geschichten aus den alten Zeiten, als die Datenschut sich an Orten wie diesen versammelten. Voller Lebensfreude und Neugier öffneten sie einen Zugang zu den Kräften der Natur. Und jetzt sind wir wahrscheinlich die Letzten, die hier sein werden. Warnung. Gehen Sie einfach rein. Was meinen Sie? Es gibt einen Überblick.
Übergangsraum zur Haupthalle. Haben Sie eben Warnung gesagt? Warnung, Warnung, die Anweisungen sind alt und verwittert. Auf diese Weise kommen wir in die Haupthalle. Ich kann diese Symbole nicht erkennen. Ja, uns lässt du jetzt hier draußen, oder was? Wie läuft's ab, Captain? Ja. Sie gehen als Nächster und ich folge Ihnen? Okay. Oh, wow, unterirdische... Oh, wie geil sieht das denn hier aus? Geil! Okay, geschafft. Oh, wow! Hä? Ist das echt? Oh ja. Was ist das? Das da oben ist die geheime Kammer. Wir müssen zuerst die Magnetfelder aktivieren und den Zugang herstellen. Diese Maschine hier, sie steuert die elektromagnetischen Felder. Ja. Fingert da erstmal dumm rum jetzt? Bist du bereit, Riese? Eins, zwei, drei, los! Ja. Da, das ist ein Prisma der Dati-Schut, das ihren Laser auf die richtige Frequenz einstellt. Jetzt müssten Sie die Magnetspulen laden können. Sehen Sie sie? Dort oben. Ich werde versuchen, das Ding in Gang zu setzen. Wie ist das möglich? Eine Uhr an. Um auf die Schwebplattform zu kommen, muss ich die Magnetspulen laden. Dann kann ich die Plattform senken, die anderen mitnehmen und die geheime Kammer erreichen. Gestellte. Eine von vielen. Die Dati-Shoot haben sie gebaut. Oder das Denksportaufgabe, oder was? Wenn das Ziel klar ist, die für die Sache eintreten, ist alles gut. Hängt aber komisch. Wie komme ich denn da hoch? Ja, fahren wir wieder runter. Boah, was kann man denn da? Ja, danke. Ah, komm doch mal weg hier. Das ist ja... Ja, mach schon. Ja, dann nicht. Ja, Ja. Jawohl! Okay! Alter Verwalter! Sie sind ein Macher, Riese! Sie sind ein Macher! Wollen wir aufladen? Und nun fahren wir empor! Oh, guckt ja mal diese... Bringen Sie uns hoch! Ich heiße Blazkowicz, Mann! Oh, mein Tagebuch. Die Schmerzen sind unerträglich. Es hört nicht auf zu bluten. Okay, das war's.
Ja. Das Tor aufgeht. Nicht schlecht, Herr Dorf, nicht schlecht. Oder, Junge? Sagen Sie mir nochmal, ich wäre kein Genie. Gern? Bitte. Nur zu, sehen Sie sich um. Nehmen Sie mit, was Sie gebrauchen können, doch denken Sie daran, dass es... Was habe ich denn jetzt gemacht? Carolina. Komm, Carolina. Wir haben es geschafft. Wir sind in Sets geheimen Versteck. Sie würden nicht glauben, was ich hier sehe. Okay, okay, dass da so ein komischer Roboter rumsteht. Oh. Da war wieder Kohle. Was ist das hier? Das ist zu, da ist nix. Was haben wir hier? Oh, da wackelt die ganze Bude, Alter. Boah! Hier ist noch was. Okay. Goldene Krone, ja, nee. Oh. Oh, wir werden ja richtig stinkreich hier. Da ist noch was zum Drücken. Drücken wir da nochmal, komm mal. Das hat auch nicht geklappt. Ach, er steht da und okay, wir sind jetzt wieder hier vorne. Was machen wir jetzt damit? Bitte kommen, bitte kommen. Ich höre Sie, Caroline. Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja, es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopfs neueste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfangen, den Chefwissenschaftler schnappen, seine Ausweispapiere stehlen und Blaskowitsch damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Hey, Sie haben gesagt, wir werden diesen Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Wie wollen wir das machen? Am besten würde sich die Gibraltarbrücke eignen. Ja je, und wie stoppen wir den Zug? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen... Torsionsbombe. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug fährt bereits. Wow. Tut mir leid, wenn Sie dieses Ding haben wollen, Captain. Das gebe ich nicht mehr her. Überlassen Sie es, Caroline. Das Regime hat diese Brücke vor drei Jahren okay. Als direkten Zugang zur Front in Afrika. Wie, das war es jetzt gewesen, da drüben? Oh, eine Karte. Ja. Oha. Aber sollst du verrückt, weißt du, ich schaff das so weit.